Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quicktipps. Mein Name ist Arno Burger und heute möchte ich eine neue Serie starten, in der es darum geht, welche Irritationen bei der Suche in Outlook auftreten können und wie man die besser verstehen und für sich selber auch umgehen kann. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte hier ist, wie uns manchmal die gelben Hervorhebungen irritieren können. Und zwar starte ich eine Suche, ich gebe einfach mal hier Beispiel ein. Und drücke die Enter-Taste und habe jetzt eine Trefferliste. Und da sieht man natürlich ein paar Mails, da kommt eben der Treffer schon im Betreff vor. Der wird dann hier hervorgehoben und auch hier. Und auch hier wäre das im Betreff und dann auch im Text. Und auch hier sehe ich sehr schön, wo das steht. Und jetzt gibt es ein paar Mails, und zwar genau genommen 3 Stück. Bei denen sieht man das nicht so gut. Ich nehme mal als erstes diese hier. Hier steht die Information, die ich suche, in der Kategorie. Und wenn die Kategorien in den Spalten angezeigt werden, dann sieht man das auch hier schon in der Übersicht ganz gut. Aber wenn die dort nicht angezeigt werden, dann geht es hier manchmal unter und man denkt, wo steht denn das jetzt eigentlich in dieser E-Mail? Die zweite Variante, wo es nicht gut sichtbar ist, ist, wenn der Begriff nur in der Anlage vorkommt. Also hier innerhalb der E-Mail kommt nirgends Beispiel vor, aber in der Anlage kommt Beispiel vor. Und da müsste ich dann eben in der Anlage zum Beispiel nochmal mit Steuerung F hier in Outlook suchen, wenn der Text länger ist. Hier sieht man es jetzt gleich auf Anhieb. Und die dritte Variante, und da ist es eigentlich am irritierendsten, sieht so aus. Ich habe hier einen Treffer. Ich sehe hier nichts gelb hervorgehoben. Und wenn ich durchblättere, dann sehe ich in der gesamten E-Mail an keiner Stelle etwas, was gelb hervorgehoben ist. Und am besten, ihr macht dafür die Mail auf. Und ruft dann die Suche innerhalb der E-Mail auf. F4 wäre auch eine Tastenkombination. Gebt hier nochmal Beispiel ein. Und entweder klickt er jetzt auf Weitersuchen oder auf Lesehervorhebungen alles hervorheben. Und dann sieht man schon, ja, hat hier eine Sache gefunden. Und wenn wir jetzt durchblättern, dann sehen wir, hier ist tatsächlich etwas gelb. Und es liegt daran, dass es mein Suchbegriff nur ein Teil des Wortes ist und es kommt immer mal wieder vor, dass eben der Treffer tatsächlich in der Mail ist, aber nicht gelb hervorgehoben wird, weil er nur ein Teil des Wortes ist. Aber eben auch nicht immer und deshalb lohnt es sich, genau hinzuschauen. Wenn euch das Thema Suchen mehr interessiert, dann schaut euch das ausführliche Video an, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Wenn euch andere Dinge irritieren, schreibt die unten in die Kommentare, dann beantworte ich die oft auch mit einem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.